Hallo Leute, hier ist Rex und willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr heute ein Call of Duty Black Ops 3 Gameplay, in dem ich eine Nuklearmedaille bekomme. Und ich benutze sehr, sehr viele Waffen. Ich weiß leider genau nicht mehr, was ich für eine Waffe genommen hatte am Anfang. Ich glaube, es war die CUDA. Dann habe ich später eine HVK-30 benutzt und eine Manowar, wahrscheinlich aufgehoben. Aber ja, es ist eine Nuklearmedaille und ich dachte mir, ich sollte das auf jeden Fall gut verwerten. Und es gibt ein Thema, über das ich schon seit langem reden möchte. Es ist ein philosophisches Thema wieder einmal. Ist bei mir eigentlich immer der Fall, aber ja, es geht heute um Wahrheit. Und Wahrheit ist eine sehr komplexe Sache, über die sich nichts Genaues definieren lässt und über die jeder hier etwas anderes sagen könnte. Das Ding ist auch einfach, dass es sich in der Philosophie meistens sowieso um Wahrheit dreht, ob etwas so ist, wie es wirklich ist, und dass man die Wahrheit meistens immer hinterfragt. Wahrheit ist eine sehr subjektive Sache und darüber können wir uns eigentlich alle einig sein. Das, was für mich wahr ist, wird für einen anderen falsch sein. Wenn ich zum Beispiel einen Konflikt zwischen einem Vater und einem kleinen Kind sehe, das Kind hat eine geschwollene Backe, und man kann sich dann halt denken, er wurde geschlagen vom Vater und der Vater streitet das ab. Da werden viele Leute wahrscheinlich den Vater beschuldigen. Aber es steht ja nicht außer Frage, dass das Kind auch lügen könnte. Im Bereich der Wahrheit spielen auch, was man glaubt und auch die eigene Erfahrung eine sehr große Rolle. Wenn ich so aufgewachsen bin, dass ich zum Beispiel viel Gewalt gesehen hätte, dann würde ich wahrscheinlich dem Kind glauben. Wenn ich aber so aufgewachsen bin und also mit sehr vielen falschen Menschen um mich rum und so einem Kind, das ziemlich fies ist, das immer irgendwie mich gehänselt hat, dann würde ich wahrscheinlich dem Vater glauben. Und das sind so Sachen, wo Wahrheit sich so stark von der Definition abhebt, dass wir nichts mehr Genaues definieren können. Das, was für mich wahr ist, ist für einen anderen falsch. Und das, was heute wahr ist, kann auch morgen falsch sein. Viele Dinge im Leben, da fragen wir uns einfach, ist das die Wahrheit? Wenn zum Beispiel in den Medien gesagt wird, etwas ist so und so, dann glauben viele Menschen das auf einmal. Warum ist das so? Weil die Medien nichts anderes repräsentieren als die Meinung vieler Menschen. Und wenn die Meinung von vielen Menschen zusammen übereinstimmt, dann muss das die Wahrheit sein. In der Regel ist das auch wirklich so, dass viele Menschen einfach alles in den Medien glauben, ohne es zu hinterfragen. Aber es kann auch eigentlich ganz anders sein. Wenn die Medien sagen, das ist so und so, aber ich habe eine andere Auffassung, heißt das nicht, dass das, was ich sage, falsch ist. Diese Gruppe an Menschen, die die Wahrheit glauben, also das, was die Medien zum Beispiel sagen, werden mir als die einzige Person sagen, dass ich falsch liege oder dass ich lüge. Aber das heißt ja nicht, dass ich lüge. Ich sehe nur eine andere Wahrheit hinter den Dingen, die passieren. Und ich finde, dass der Mensch den Sinn für die Wahrheit verloren hat. Viele Dinge in dieser Welt werden totgeschwiegen. Viele Dinge in dieser Welt werden einfach versteckt vor den Menschen. Die Menschen sehen nur das, was gesehen werden soll. Unwichtige Informationen schwirren über die ganze Welt rum. Wichtige Informationen werden ausgeblendet, entweder von dem einzelnen Individuum oder von der Regierung oder von allem anderen, was in dieser Welt vorgeht. Wir sollen einfach nicht sehen, was die Wahrheit ist. Wir sehen nur das, was wir sehen sollen, damit wir Sachen, die nicht wichtig sind, so behalten, damit wir auch nicht irgendwie in Massenpanik verfallen, damit wir nicht irgendwie einen Aufstand machen gegen diese Leute, die die Macht haben, sag ich mal. Und ich finde es ziemlich schade. Wir haben zusammen eigentlich immer alle die Kraft, etwas zu bewegen, aber wir tun nichts. Und wir leugnen die Wahrheit. Wir wollen viele Dinge im Leben nicht so wahrnehmen, wie sie sind. Ob es Liebe ist oder ob es Freundschaft ist oder ganz andere Sachen. Es ist scheißegal, was es ist. Wir sehen die Wahrheit nicht und wir wollen sie nicht sehen. Und dann ist auch noch die Sache, ob die Welt, in der wir leben, überhaupt wahr ist. Es gibt viele Science-Fiction-Filme, wie zum Beispiel Matrix. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn das alles Science-Fiction ist, ist da auch schon ein Stückchen Wahrheit, finde ich, bei. Wer sagt denn, dass das, was wir vor uns sehen, das, was wir riechen, das, was wir fühlen, was wir schmecken, alles die Wahrheit ist? Wer sagt denn, dass wir nicht vielleicht auch zum Beispiel wie in Matrix, jetzt total absurd, auch Batterien für diese ganzen Maschinen sind? Das ist noch die andere Sichtweise. Die Welt, in der wir leben, die Religionen, die uns umgeben und die Menschen, die uns umgeben, sind die alle Wirklichkeit? Der Tisch, der vor mir ist, ist der Wirklichkeit? Das sind so Sachen, die sich wahrscheinlich kein normaler Mensch fragen wird.
Wenn du religiös bist, glaubst du an einen Gott. Klar, ich sag da nichts gegen. Aber es ist auch einfach so, dass es in dieser Welt eine gewisse Wahrheit gibt. Und diese Wahrheit kannst du einfach nicht abstreiten. Nur leider werden viele Menschen diese Wahrheit gar nicht sehen, weil sie nur das glauben wollen, was sie glauben möchten. Die Sache ist auch die, dass wenn ein Einzelner, wie gesagt, aufschreit, wird er direkt als Lügner abgestempelt. Dabei ist das nur die andere Sichtweise von einem Geschehnis oder von einer Weltanschauung. Wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Kind lügt, dann werden wahrscheinlich viele sagen, ich würde lügen. Aber nein, so ist es nicht. Es gibt sowas wie Fakten, es gibt sowas wie Erfahrung und nach diesen Dingen sollte man wirklich etwas halt selber interpretieren und ja, wie gesagt, viele Leute machen das leider nicht mal an Fakten. Das ist das Traurige. Die Wahrheit ist einfach eine Erfindung des Menschen. Das kann man inzwischen echt schon sagen. Jeder Mensch erfindet sich tagtäglich eine eigene Wahrheit, um am Leben festzuhalten. Und das ist normal. Das sollte man auch machen. Aber man sollte die wichtigen Dinge im Leben nicht außer Betracht lassen. Und Dinge, die wichtig im Leben sind, sollte man nicht einfach verdrängen. Über Themen, die wichtig sind für jeden, sollte man reden. Und man sollte nicht verdammt nochmal wie jeder andere Dinge machen, weil andere es tun. Wenn du eine eigene Sicht von einer Wahrheit hast, dann glaub auch daran. Einfach dran festhalten und so weitermachen. Ich weiß, öfter wird man dafür kritisiert, öfter wird man als Lügner abgestempelt, aber dafür weiß man im Endeffekt, dass man das vertritt, was man gesagt hat. Und man muss sich nicht anderen Leuten anpassen. Das sind alles so Themen, die ineinander greifen, aber Wahrheit ist halt ein so weitläufiges Thema, dass inzwischen so viele Sachen noch mit da eine Rolle spielen. Und unsere Welt hat sich so stark gewandelt, dass, wie gesagt, die Wahrheit eine ganz andere Definition bekommen hat. Ich würde halt heute einfach sagen, dass Wahrheit eine Erfindung des Menschen ist. Dass wir uns viele Sachen selbst erfinden und daran festhalten, daran glauben. Und das ist falsch. Statt das zu glauben oder das zu sehen, was wir in der Welt mitbekommen, erschaffen wir uns unsere eigene Welt um uns rum. Dinge, die nicht so sind, sind plötzlich für uns so und wir wollen das glauben, weil wir Angst haben, vor unserem Schutzmantel rauszukommen und mal über die Fassade zu sehen. Die Welt wird mit einer Lüge untergehen, das sage ich jetzt schon, also das ist mein Glaube daran. Und ja, das ist ziemlich schade. Ich wünschte einfach, viele Menschen würden die Wahrheit in bestimmten Dingen sehen und einfach mal ihre Augen öffnen, denn Dinge, die wir sehen, sind heute nicht mehr so, wie sie wirklich sind. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und wenn es euch wirklich gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Rex out. By the